So, wir setzen heute unser Video mit den Aqualinus fort. Die sind ziemlich gut über Nacht gewachsen und es waren so viele, dass ich einige in der Dusche noch gelassen habe. Also, ich persönlich finde Aqualinus ziemlich toll. Man kann damit spielen, Experimente machen und die sehen auch noch klasse aus. Wem die auch gefallen, Freunde, drückt Like. Mal schauen, wie viele von uns Aqualinus mögen. Oh, da haben wir einen roten. Oi. Ah, Lucky? Hey, na, wo ist er? Wer? Na, Thanos und seine Hand. Welche Hand? Na, die mich gejagt hat. Hast wohl einen Albtraum gehabt, ah? Nein, Thanos war hier, weil ich seine Bonbons aus dem Weltall gegessen habe. Komm da raus. Bonbons aus dem Weltall? Ja, so kleine schwarze. Mann, waren die gut. Boah, mir ist das so kalt und ich bin am Verhungern. Na, zum Glück war ich bei McDonald's. Die Aqualinus kommen erstmal weg. Und hier habe ich einen kleinen Happy Meal mit Coca-Cola Zero, also ohne Zucker geholt. Ohne Zucker? Na egal, ich liebe Happy Meal. Ja, ja, ja. Na komm, öffne den mal. Ja, schauen wir mal rein. So, Pommes. Auf dem Weg nach Hause habe ich schon ein paar vernascht. Ein Spielzeug und ein Cheeseburger. Holen wir das Spielzeug mal raus. Es ist ein kleiner Otter. Süß, ha? Naja, ich finde, ich bin süßer. Ach komm, Lucky, spiel mit mir. Hey, ich bin am Verhungern. Na gut, fangen wir mal an. Freunde, wenn ihr bei McDonald's seid und ein Menü bestellt habt, was isst ihr als erstes? Die Pommes oder den Burger? Interessant. Also ich esse immer ein paar Pommes und dann anschließend den Burger und dann weiter mit der Pommes. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zuerst isst. Also ich esse den Cheeseburger zuerst. Hey, warte. Was? Na, ich habe auch Hunger. Ich habe zuerst Hunger gehabt und du kannst die Pommes haben. Schenke ich dir. Na, sehr nett. Danke. Bitte, bitte. Mmh. Lecker. Hey, der ist voll kalt. Kannst du ihn erwärmen? Das hast du abgebissen? Ja, wieso? Na, es sieht aus, als hätte T-Rex abgebissen. Na gut, ich habe hier eine Heißluftpistole, die ist optimal, um Burger zu erwärmen. Hey, du sollst nicht meinen Burger verbrennen, sondern nur ein klein wenig warm machen. Ach so. Na, dann wollen wir mal mit diesem Elektroschocker. Elektroschocker versus Cheeseburger. Sag mal, was machst du mit meinem Cheeseburger, ah? Na, erwärmen. Nein, mach es richtig. Na gut. Also, mein letzter Versuch, unser Waffeleisen. Damit habe ich schon eine Menge Experimente gemacht. Machen wir das Teil mal an. So, es ist bereits heiß genug. Legen wir den Cheeseburger mal drauf. Aha. Na, schaut mal, unten ist es bereits angebrannt. Ich mache mal den Deckel da drauf. So, das sieht doch gut aus. Aha, was machst du hier? Na, immer noch einen Cheeseburger erwärmen. Komm, hol ihn raus da. Würde ich ja gerne, aber du stehst drauf. Aber, so besser, ah? Ja, besser. Oh, komm her. Ah, heiß, heiß. Aber lustig. Und heiß, heiß. Oh, spring, Lucky, spring, Lucky, ja. Spring. Na, willst du noch lange rumalbern? Hoppa. Also, da haben wir unseren angebrannten Burger. Da ist etwas blaue Farbe von den Experimenten damals. Aber ansonsten sieht alles okay aus. Lasst uns, solange Waffeleisen noch heiß ist, die Aqualinus da drauf werfen. Hier habe ich mal einen Diamant-Aqualino. Der ist noch nicht ganz ausgewachsen, aber okay. Legen wir den mal drauf. Aha, der quietscht ein bisschen. Und noch die kleinen packen wir mal drauf. So. Hey, hast du den Abonnenten schon erzählt, dass wenn wir 5000 Likes sammeln, Sally viel schneller aus dem Urlaub kommt? Hm? Nein, habe ich nicht. Wieso bist du so klein? Na, ich bin doch an den Pfoten etwas geschmolzen. Schau mal, wie ich jetzt tanzen kann. Cool, hä? Ja, sehr cool. Und hier dein Cheeseburger. Ist noch warm. Ih, der ist blau. Den kannst du selber essen. Und ich geh tanzen. Na, wie immer, ey. Und du wolltest was mit Bubble Bubble machen. Schon vergessen? Nein, nicht vergessen. Aber momentan habe ich etwas Angst, 50.000 Aqualinus zu Hause in einem Bubble Bubble zu packen, falls der platzen sollte. Na, wie immer.